Dieser Mann war einmal querschnittsgelähmt. Michael Teuber, 43 Jahre alt, erlitt 1987 als Schüler einen schweren Autounfall. Die Diagnose der Ärzte: Bruch des zweiten und dritten Lendenwirbels. Man gibt ihm keine Chance, jemals wieder laufen zu können. Rollstuhl auf Lebenszeit. Teuber will sich damit nicht abfinden. Eine minimale Restfunktion in einem Oberschenkel gibt ihm Hoffnung. Ich habe einfach dran geglaubt, dass ich mich wieder verbessern kann. Ich habe auch kleine, wenn auch nur sehr, sehr kleine Fortschritte gespürt, sodass ich eigentlich vielleicht 3-4 Wochen nach dem Unfall selbst schon daran geglaubt habe, dass ich zumindest mehr wieder können werde, als ich es zu dem Zeitpunkt konnte. Zu diesem Zweck schindet sich Michael Teuber nach eigenen Aussagen bei der Reha, lässt keine Gelegenheit aus, etwas zu tun, um seinen derzeitigen Zustand zu verbessern. Sogar am Gehtraining nimmt er von Anfang an teil. Das habe ich da schon mit eisernem Willen trainiert, die Treppen rauf, die Treppen runter. Und ja, das gab mir eben auch zu dem Zeitpunkt schon die Hoffnung, doch irgendwo wieder ein paar Schritte mal machen zu können oder mal in der Bar oder in einem Restaurant einfach nicht immer auf dem Rollstuhl angewiesen zu sein. Den Weg zum Fahrradfahren findet er über das Mountainbike, das dank seiner geringen Übersetzungen wie geschaffen für seine zuerst noch geschwächte Muskulatur ist. Seit 1997 gehört Teuber zu den wenigen behinderten Sportprofis. Bei den Paralympischen Spielen in Athen und Peking gewinnt er insgesamt eine Silber- und 3 Goldmedaillen. Sich auf diesem langen und steinigen Weg zu motivieren, fiel dem 43-Jährigen nicht schwer. Nicht jeder Mensch ist dazu bereit, es zu tun, aber bei mir war die Konstellation so, ich hatte dann die Motivation, ich hatte den Willen, das zu tun und mich zu motivieren, eben für dieses Ziel wieder mehr zu können. Aber man wusste, und ich wusste natürlich nicht, wie viel kann das sein, was ich wieder schaffen kann, kann ich jemals wieder laufen? Es war alles zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar und wie lange es dauern würde. Und so, die Motivationslage war schon schwierig, aber ja, für mich ausreichend. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Die Willenskraft zieht sich durch Michael Teubers Leben wie ein roter Faden. Am Sonntag startete er die Tour Transalp mit 936 Kilometern Strecke und 20.000 Höhenmetern in 7 Tagen. Die Transalp ist im Rennradbereich die ultimative Herausforderung. Wenn ich diese Tour überstehe, wäre das ein riesiger Erfolg und für mich ein weiterer Sieg über mein Handicap, schreibt Teuber auf seiner Website.